Wir wollen ja eigentlich nur mal eben zum Strand. Katja muss erstmal nachfüllen hier, Wasser. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier zu Fuß zu gehen. Wir haben gedacht, ach komm, 10 Minuten laut Google Maps, mal eben runter zum Strand. Sind jetzt hier auf einer ziemlich großen Hauptstraße, gehen wir eine ganze Zeit lang her, das ist jetzt so heiß. Katja sagt schon gerade so, ist das wirklich eine gute Idee? So, wir haben jetzt mal ein Stündchen gedöst am Bett, haben uns ein bisschen frisch gemacht und laufen jetzt gerade mal los von unserem Hotel, von unserem kleinen Hotel, von der Pension, runter zum Strand, Flick en Flack. Da nehmen wir euch jetzt mal mit hin. Und es ist so heiß hier, man kann es ja nicht vorstellen. Gestern Morgen lag zu Hause noch Schnee und hier sind, also jetzt in der Sonne, bestimmt 40 Grad. Ist unglaublich. Sehr, sehr warm. Sehr, sehr warm. Frangipani, die sind so schön. Hier so am Strand lang, am Flick auf Flack. Und was uns hier direkt wieder auffällt, das erkennen wir auch von den Seychellen, weil hier ein großer Teil Hindus sind, sind hier kleine Hindu-Schreine. Direkt am Strand. Ganz interessant. Und hier war auch gerade einer, der hat hier schon mal gekniet und gebetet kurz und dann gehen die weiter und ja, alle ganz gechillt hier. A whole
So, ist einfach viel zu heiß, für uns zumindest heute. Und unglaublich schwül. Da hinten sieht man auch noch ziemlich dunkle Wolken. Regnet bestimmt ab und zu mal hier. Wie gesagt, es ist eine sehr feuchte Zeit, ist auch Sommer, aber sehr feucht. Jetzt machen wir uns erstmal wieder am Rückweg. Gucken mal, schlagen uns mal irgendwie hier durch und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie auch noch irgendwo was zu essen kriegen, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Bierchen und Wasser. Essen ist da. Ja, für mich ein Veggie Bowl mit Gemüse und Reis. Genau, und für mich ein Chicken Curry mit Reis. Und scharfe Soße und Knoblauchsoße und Chili-Soße. Ja, dann guten Appetit. Und wie ist es? Was sagst du? Sehr lecker. Sehr lecker, ne? Ich finde hier vor allem die Knoblauch und die scharfe Soße. Hier, die ist zwar scharf, aber zu ertragen, und Knoblauch ist auch ganz mild und macht total Bock hier zu essen. Ist echt total lecker. Das hier? Mhm. Linsensuppe. Eine Linsensuppe gab es dabei. Ich mag ja keine Linsensuppe, aber ist total lecker. Echt gut hier. In unserem nächsten Video nehmen wir euch mit auf unsere erste Erkundungstour über die Insel. Wir probieren zum allerersten Mal frischen Zuckerrohrsaft und natürlich gibt es auch eine Kokosnuss. Dann besuchen wir den Chamarel Geopark mit seinem Wasserfall und der siebenfarbigen Erde.